Ja, Picks for Peace, 1000 Erfahrungen. Ein Projekt, das mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Zum einen bin ich persönlich neugierig auf Ihre Erfahrungen, auf das, was Sie uns zu erzählen haben. Zum anderen ist aber das, was Sie erlebt haben, so enorm wichtig auch für unsere Stadtgesellschaft. Ja, um zu begreifen, welche unterschiedlichen Biografien hier in unserer Stadt auch zusammenleben. Denn wir leben in einer Welt auch, wo es ganz viel Wanderung und auch Bewegung heute gibt, aber auch früher schon gegeben hat. Das heißt, das Thema des friedlichen Zusammenlebens, dieses aktiv zu fördern, das ist eine permanente Aufgabe. Wir nennen es auch Integration. Insofern ist es für mich auch, um auch etwas ganz Politisches zu sagen, sehr, sehr unverständlich, dass in einem Jahr, in dem so schreckliche Anschläge wie in Mannheim oder auch in Solingen passieren, Mittel für Projekte wie Demokratie leben oder auch jetzt aktuell diese Woche Integrationskurse gekürzt werden. Das begreife ich ehrlicherweise nicht. Und ich denke, da müssen wir zusammen auch ein deutliches Zeichen setzen, damit solche Projekte wie das, was Sie unternehmen, auch zukünftig eine sichere Finanzierungsbasis haben. Mich haben Sie auf Ihrer Seite. Ihre Geschichten sind wichtig. Ich bin sehr dankbar allen, die sich für dieses Projekt engagieren und die das Bild unserer offenen und auch bunten Gesellschaft ja in die Stadtgesellschaft auch hineintragen. Das ist ein Beitrag für den Frieden. Diese 1000 Biografien, diese 1000 Bilder, die Sie damit im übertragenen und realen Sinne produzieren. Picks for Peace, ein großartiges Projekt. Es ist mir eine große Freude, Schirmherr, dieses Mal zu sein.